herzlich willkommen zum neuen Video. Und zwar geht es heute um das neue Update, was gekommen ist. Das erste Headline ist natürlich, Nuke, die Map, wurde in eine aktive Dienstgruppe gesetzt und Inferno ist dafür in die Reservegruppe gekommen. Man kann beides noch im Matchmaking spielen, aber Gerüchten zufolge wird Inferno komplett rausfallen und wird ein Remake gemacht. Und des Weiteren gibt es hier oben jetzt eine neue Option, das heißt Beta Prime Account Matchmaking. Da könnt ihr draufklicken und dann eben auch upgraden. Und da geht es im Grunde genommen, ich habe schon überall gehört, Fragen, oh, was ist das und wie und was und wo. Da geht es im Grunde genommen drum, dass quasi, wenn man hier upgraden drückt, dann spielt man nur noch mit Prime Account Matchmaking Usern. Das heißt, alle, die eben ihren Account auf Prime geupgradet hat, das Ganze kostet nichts. Pflicht dafür ist jedoch, dass man eben die Mobile Authentication aktiviert hat. Das heißt, dein Account mit dem Handy verknüpft. Wenn es nicht der Fall ist, kannst du nicht mit jemandem spielen, der eben seinen Prime-Account gemacht hat. Das heißt, wenn ihr Leute habt, die eben auf Smurf spielen oder sonst irgendwas, dann dürft ihr auf keinen Fall auf Upgrade drücken, weil ihr dann nicht mehr mit denen spielen könnt. Das Ganze hat zum Grunde den Test, oder die wollen halt eben testen, ob man dadurch weniger Smurfer und weniger Hacker ins Matchmaking bekommt. Die Grundidee ist auf jeden Fall relativ gut. Und auch mal was, sage ich mal, wo sie sich ein bisschen was dabei gedacht haben. Ist jetzt natürlich blöd für alle die, die eben sich gegen die Mobile Authentification wehren oder eben noch kein Smartphone oder ähnliches haben, um das Ganze überhaupt machen zu können, die dann mit anderen zusammenspielen wollen. Das ist natürlich ein bisschen ein Dilemma, aber es geht eben darum, dass man, wenn man seinen Smurf-Account hat, eben im Normalfall keine zwei oder drei Handys hat. Das heißt, der Smurf kann nicht in diesem Prime-Account Matchmaking teilnehmen. Jetzt gibt es natürlich das große Problem, in der Zeit der Pre-Bake-Karten kann man sich ja einfach, sage ich mal, ein zweites oder ein drittes Handy quasi Karte eine Nummer kaufen und dann sollte das funktionieren. Ist jedoch in Deutschland und in vielen anderen Ländern das Problem, dass es mit relativ viel Papierkram verbunden ist, muss man seinen Namen eingeben, muss man alles beantragen und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie einfach man da jetzt einfach an eine neue Nummer rankommt für seinen Smurf, aber es ist möglich, definitiv. Mit ein bisschen Aufwand ist es möglich. Und dazu kommt es natürlich in Ländern wie Russland, Tschechoslowakei, Polen und so weiter, die eben Ostblock-Regionen, die eben diesen Aufwand nicht haben. Das heißt, die können sich einfach hier 20 neue Prepaid-Karten kaufen mit 20 Nummern und müssen da gar nichts ausfüllen. Das heißt, ist die Frage, wie lang oder wie effektiv das Ganze eben gegen Hacker und Smurfer sich durchsetzt und ob es da wirklich besser geht. Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, denke ich. Ich werde auf jeden Fall aber trotzdem damit warten, weil ich auch immer gucken muss, mit wem ich spiele. Haben die Mobile Authentificator, vor allem jetzt noch am Anfang, wo es eben noch ganz frisch ist, die schreiben hier auch, die wollen es jetzt erstmal testen, ob das, wie es möglich ist oder wie sich das entwickelt. Deswegen bin ich persönlich da jetzt mal vorsichtig. Ihr könnt aber gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr damit schon Erfahrungen gemacht habt, ob die positiv sind oder was ihr generell von der Sache haltet. Des Weiteren sage ich mal, jo, vielen Dank fürs Reinschalten. Am Samstag gibt es einen Livestream, schaut vorbei, twitch.tv/hangemau.lp. Gebt dem Video Daumen hoch und ja, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bis dann, ciao.